Ich nehme ein Handtuch mit. Handtuch. Ich nehme noch eins. Ich habe genug Handtücher. Wir können kein viertes Handtuch mitnehmen. Vielleicht können wir den Handschuh ins Wasser hängen. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Okay. Die Handtücher sind jetzt alle nass. Ich versuch mal was. Mit nassen Handtüchern. Putsch. Okay. Was auch immer das gebracht hat. Jetzt haben wir ihn mit nassen Handtüchern geschlagen. Das würde wehtun. Vielleicht kann man das irgendwie. Vielleicht können wir irgendwie ein bisschen was von dem Fett mitnehmen und den Typen damit voll kleckern. Kann das sein? Wir haben doch eine Sekunde. Ich würde lieber hinüber zum Tor gehen, als noch einmal diese Tuchgeschichte durchzustehen. Wir haben doch hier einen Krug, dann können wir den noch mitnehmen, oder? Ja, wir haben einen Krug. Und was wir mit dem Krug außerdem noch machen können, weiß ich. Da haben wir ja hier... Da können wir noch den Saft hier. Sekunde, aber erstmal... Krug mit Fritteuse. Ich will den Krug nicht damit benutzen. Gut, dann halt nicht mit Fett. Sekunde, aber hier können wir doch, jetzt haben wir hier. Da können wir uns ein bisschen Saft mitnehmen und dem, vielleicht können wir ihm dann den Saft geben und legt er sich vielleicht für uns auf den Rücken, wenn er Saft hat. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Nimm halt die Farbe hier. Oh. Der Krug ist mit roter Farbe gefüllt. Krug mit roter Farbe. Das wird bestimmt sehr lecker sein. So, was zu trinken? Hier haben Sie etwas zu trinken. Prost. Lecker, aber nicht sehr erfrischend. Hast du noch was anderes, Schätzchen? Nein, Schätzchen. Dann bring mir noch so eins. Okay. Ich verstehe nicht. Mit dem Jungen vielleicht mal sprechen. Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Du meinst, das ist nicht sehr erfrischend. Ich schätze, Sie haben unseren bodenlosen Krugtarif vergessen. Danke. Kommen Sie wieder. Können wir den Krug dort hinstellen? Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, Junge, oh, Junge. Junge, und das ist erst der Anfang? Das legendäre Zitat. Hey, nur weil Sie ein Erwachsener Sie sind, meine dreiköpfige heißt das Affe. Nicht, dass Sie meine Zeit verschwenden können. Da haben wir was. Oft schon von mir benutzt. Ich bin größer als er. Und nicht gewusst vorher. Ich bin größer als er. Ich bin kein Tyrann. So, jetzt möchte ich bitte nochmal. Tschüss, du kleiner Straßenräuber. Nee, das wollte ich nicht. Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer.
das war erfrischend wie Morgentau. Hey, wie haben Sie all die Limonade ausgetrunken? Sie haben die Krüge vertauscht. Sie betrügen. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Sie haben einen aufstrebenden Jungunternehmer aus dem Geschäft gedrängt. Aha, okay. Aus dem Geschäft gedrängt, natürlich. So, jetzt geben wir hier ihm mal den bodenlosen Krug, vielleicht bringt das uns mal was. Ich habe Ihnen einen neuen Krug geholt. Danke. Okay. Nochmal Getränk holen hier. Den Krug können wir jetzt bestimmt mitnehmen, oder? Da steht zumindest als anklickbar. Gott sei Dank ist es kein Porzellankrug. Ich brauche ihn nicht mehr. Aha, okay. Klappt so noch nicht. Sekunde, wir haben doch da Farbe. Nein. Nein. Doch den Krug mitnehmen. Den brauchen wir. Ach so, wir haben jetzt Krug, einen richtigen Krug, keine Tasse. Ich sag's sogar die ganze Zeit. Er ist jetzt voller Farbe. Mein Unterbewusstsein hat mir. Wir nehmen den Krug mit Farbe. Der Farbe auf den. Drink, Sir. Yay. Sehen Sie, Placido, Sie brennen. Jetzt hat er Farbe. Ah, alle diese Monate in der Sonne und meine Bräune pellt sich einfach ab. Ich drehe mich besser um. Gute Idee. Gute Idee. Jetzt haben wir die Karte. So, jetzt gerade drauf drücken. Benutze Schatzkarte mit Karte. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Aha, okay. Können wir die abschneiden? Das ist barbarisch. Okay, aber wie, Ich will die Karte nicht ruinieren. Wie machen wir jetzt die Karte abschneiden? Oder die ist. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Ich kann die Karte doch nicht einfach von seinem Rücken abreißen. Ich dachte. Aber irgendwas im Inventar, was wir. Abschneiden. Das ist barbarisch. Tja, vielleicht können wir jetzt mit dem. Können wir jetzt Fett dort reinmachen? Das auch vom, mit Fett von. Das benötigt keinen Anstrich. Nein, manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Tja. Haben wir irgendwas im Inventar, womit wir. Abschneiden wollen wir es nicht. Ja. Ist hier irgendwas, was wir mit Keks, was wir mit Kekse mitnehmen? Ich brauche kein ganzes Fass. Ich nehme nur einen. Wir haben einen Keks.
was auch immer das helfen kann. Matschpfütze, vielleicht können wir die Matschpfütze Krug mit Matsch auffüllen. Das benötigt keinen Anstrich. Irgendwo noch was, was wir mitnehmen können. Gefahrenbucht. Sekunde. Ich weiß zwar nicht, wie das helfen soll, aber wir haben doch hier. Sekunde. Haben wir nicht. Hier haben wir ein Loch. Ich habe Elaine bereits. Ach, die war im Theater. Ach so, jetzt verstehe ich die Sequenz erst. Da war Elaine in dem Loch drin. Er klebt auf dem Koffer. Tja. Vielleicht. Tja. Da fällt mir auch bald nichts mehr ein. Vielleicht wirklich nach Gefahrenbucht. Da waren wir noch nicht. Hier mal ein bisschen umherlaufen. Ich glaube, ich lasse das. Ich will nichts haben. Ich mochte Preiselbeeren noch nie und ich gedenke, irgendwas von das mitnehmen. Korn ist voll fett und noch mehr Porzellan. Ich kann mir keinen Verwendungszweck Nein, das Korn ist voll fett. Das Korn ist voll fett, wenn wir hier vielleicht. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Damit könnten wir das ablösen. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Mit Butter hier vielleicht. Wenn ich die mitnehme, schmilzt sie in meiner Hose. Vielleicht hier. Und irgendwas zum. Das benötigt keinen Anstrich. Er ist leer. Er ist leer. Der Zerfass ist leer. Tja. Also nicht. Gesuche. Das Gesuche geht weiter. Fritteuse, hier irgendwas. Speiseöl. Ich komme mit dem Speiseöl, das war ganz in der Nähe. Die ganze Zeit direkt neben uns. Ich komme mit dem Öl, irgendwie mit der Karte, das ging doch bestimmt hin, oder? In die Karte mit dem Öl. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Oder einfach nur das Öl hier. Und dann mit der Karte einen Abdruck machen, oder? Wie stellst du das vor? Sehr schön. Sehr lecker. Und jetzt mit der Karte. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Und einfach abpellen. Wach. Sehr schön. Ich wünschte, ich müsste das nicht tun. Eine Karte aus Haut. Sehr schön. Oh, das Schiff.
ja, ich habe eine Mannschaft, eine Karte, ein Schiff und endlich Elaine zurück. Also nehmen wir Kurs auf Blood Island, um den Fluch aufzuheben und Elaine zu retten. Weg von der Insel. Wie wär's, Leute? Lasst uns zu Blood Island aufbrechen. Lasst uns in See stechen und unser Schicksal in die Hand nehmen. Leute? Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Kapitel 3. Drei Laken im Wind. Oh, haben wir Kapitel 2 geschafft. Sehr schön. Hat ja lange genug gedauert. Ah, das Meer. Ei, das Meer. Da freut man sich, am Leben zu sein. Ich glaube, das Schiff folgt uns. Hüllt die salzige Gischt. Im Wasser blinkt der Sonnenlicht. Kein schlechter Tag für einen Seemann nicht. Es ist ein ich hoffe, ihr esst gerade nicht. Wir müssen es abhängen. In Ordnung, Männer. Folgt mir. Ihr habt gerade nicht gegessen. Seht, Leute. Ein Wal. Wo? Wo? Das Schiff holt uns ein. Halsabschneider Bill. Hiss das Topsegel. Ist das ein Pottwal? Nee, Junge. Sie entern uns. Mannschaft, helft mir hier heraus. Er ist allerdings ein Exemplar der Ketakia-Unterordnung Mystiketi. Ich glaube, du hast recht. Nun ja. Was? Wo? Was? Wo kommt der denn jetzt her? Was wollen Sie? Aus einem guten Toupet. Ich bin wegen deiner Karte des sagenumwobenen Blood Island gekommen. Und dann werde ich den Diamanten finden, den du erwähnt hast. Der wäre ein prima Briefbeschwerer für mein Schreibpult. Oh, seht! Er bläst! Wissen Sie, Glatzkopf, ich werde Ihnen die Karte niemals geben. Ich brauche sie, um Elaine zu retten. Dann muss ich sie dir eben mit Gewalt abnehmen. Dieser Wal ist bestimmt 100 Fuß lang, 30,5 Meter, und wiegt bestimmt 200 Tonnen. Du weißt natürlich, dass in einem Schwertkampf ein scharfer Verstand wichtiger ist als eine scharfe Klinge. Natürlich. Jeder weiß das, Fleischmütze. Bringen wir es hinter uns. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ach ja? Nun, du kämpfst wie eine Kuh. Nein. Das ist völlig falsch. Was? Auf dem Meer kämpfen wir ein wenig anders. Auf dem Meer müssen sich alle deine Beleidigungen und Drohungen reimen. Was? Oha. Also, wenn ich sage, bis Beleidigungsreim. Jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert, sagst du? Ich habe einst Gold bekommen, aber es war nur zinklegiert? Nein, du sagst, das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Wir versuchen das nochmal, nicht wahr? Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ich warte. Ich. Ich. Wie ich mir dachte. Du bist ein Amateur am Schwert. Gib mir die Karte. Hier, nehmen Sie sie. Nein. Das ist eine Karte? Sobald ich mit der Piraterei in diesen Gewässern fertig bin, geht es nach Blood Island. Bis zum nächsten Treffen. Pipu. Verloren Abenteuer vorbei, Cut. Ich muss die Karte vergessen. Zurückbekommen, oder wir werden Blood Island niemals finden. Danke, Jungs. Ihr wart mir gerade wirklich eine riesige Hilfe. Na, sehr schön. Kapitän? Ja, Mr. McMutton. Wir fragten uns, was für ein Kapitän du bist. Was meinst du, Haggis? Nun, manche Kapitäne sind Männer der Tat. Sie mögen es, völlige Verantwortung und Kontrolle über das Schiff zu haben. Andere Kapitäne bevorzugen es eher, sich auf die geistigen Aspekte des Kapitänseins zu konzentrieren. Der Kapitän, der ein Mann der Tat ist, wird es unzweifelhaft schwerer haben, andere Schurken der See zu schlagen in der schnelllebigen Welt des Schiffskampfes. Dem akademischen Pirat werden Schiffe begegnen, die weniger aggressiv und deshalb einfacher und schneller im Kampf zu schlagen sind. Ich verstehe. Also, Captain Freeman, geistiger. Von Kapitän bist du. Geistiger Kapitän. Ich mag eine harte Seeschlacht genau wie jeder andere Kapitän. Ich denke, ich lasse mir von euch Jungs lieber aushelfen. Okay, jetzt haben wir hier die Wahl, ob wir leichte Seeschlachten oder harte Seeschlachten haben wollen. Leichte. Ich bin ein Noob. Ein kompletter Noob. Die sollen mir helfen. Ich lasse mir von euch Jungs lieber aushelfen. Modi wird es wieder nicht mögen, aber. Ja. Leichter Schiffskampf. Modi wird's hassen, aber ja. Na nur. Achso, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir interagieren wieder. Auf dem Schiff Seekarte. Nein.
nein, ich bin eine Niete im Kartenfalten. Ich befürchte, ich könnte von der Tinte eine Bleivergiftung bekommen. Oha. Seeschlacht. Was war das jetzt? Ach so, ach, Minispiel. Und wie funktionieren? Was machen? Wie? Mir wurde die Steuerung nicht erklärt. Wie? Was machen wir? Was zum Henker? Okay, hier sind wir. Hier können wir schießen. Okay. Das war ja wohl nix. Wir müssen längs gehen und die schießen. Naja, fast. Interessant. Die Piraten wurden besiegt. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Deinen Schatz oder dein Leben? Viel Glück, Junge. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Das einzige Gemüse, das ich nicht mag, ist Chicorée. Naja. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Beseitigung? Du machst doch jetzt nicht auf Verschwisterung. So, das Web-Battle erfunden. Gib mir deinen Schatz! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Haben wir jetzt verloren, oder was? Ich schätze, ich brauche mehr Übung in diesem Schwertkampfzeugs. Wenigstens habe ich es ihnen während der Seeschlacht gezeigt. Aha, okay. Leicht, um Himmels Willen, nimm leicht. Ich will nicht bis morgen hier rumhängen müssen. Ja, okay, Modi mag's doch. Ich würde mal sagen, damit wir nicht bis morgen rumhängen, lassen wir es für heute sein. Wir müssen wahrscheinlich hier noch ein paar Seeschlachten machen. Ich speichere mal zwischen. Einmal speichern. Klaus. Ich kann mal Klaus 2 speichern, dann haben wir einen zweiten Speicherstand. So, jetzt haben wir hier Klaus 2. Ach, das wurde jetzt überschrieben oder was? Alles klar. So sind Web-Battles, by the way, wirklich entstanden. Nur waren es Wikinger und nicht Piraten. Aha. Interessant. So, mein Spielstand namens Klaus 2. Gespeichert. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Hoffentlich hat es gespeichert. Können wir nochmal zur Sicherheit machen. So, speichern. Klaus 2 überspeichern. So, na dann. Doppelt gespeichert ist sicherer. So, Pokémon Direct jetzt. Ja, genau, das hatte ich vor. Aber erstmal, da mich nach oben tatsächlich gefallen haben, YouTube, lasst noch oben da, wenn ihr seid. Und ja, Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, im nächsten Stream, in der nächsten Aufnahme. Haut da rein in YouTube. Schaut auf Twitch vorbei, Follow da lassen. Ich streame jetzt häufiger.
Wahrscheinlich immer noch, wenn das Let's Play kommt. Ich streame häufig auf Twitch. Also schaut mal vorbei und habt einen tollen Tag. Ciao.